Oh Gott. Zum Glück habe ich noch eine Fee. Okay, Schatzkiste. Jetzt wieder Eisfalle. Oh, Karte. Genau, die Strafe mit dem Tod bleibt jetzt permanent erstmal. Also für diesen Stream. Haben die Mitglieder eigentlich bei jedem neuen Live einen Dreh? Nee, jedes Mal, neu. Beziehungsweise, wenn die es nicht einsetzen konnten, dann wird das in den nächsten Stream übernommen. So, guck mal, wir haben da einen Schalter. Mann, das ist hier überall dieses Feuer noch. Ey, das ist so eklig, ne? Das ist ein ekelhafter Dungeon einfach nur. Es muss aber... Meint ihr, das hat einen Sinn, dass wir jetzt gerade die Karte bekommen haben? Pay to win. Richtig. Hier gibt's nichts umsonst. Nee, gibt's nichts, dass wir hier... Normalerweise würde ich ja auch einfach gerne eine Strafe haben. Und nur wenn ich sterbe, kriege ich eine neue Strafe. Das wäre ja toll. Aber so bestimmt ihr ja quasi, was ich für eine Strafe bekomme. Und wenn euch das nicht passt und die einfach zu einfach für mich ist, dann könnt ihr das jederzeit drehen. So, warte mal, wie macht man das jetzt? Vielleicht mit Dins Feuerentfernung kann ich dann Schalter aktivieren? Alle Videos disliken. Es gibt ja kein Dislike mehr, oder? Okay, das bringt nichts. Wie macht man das? Ob ich mich zu dem hochziehen kann? Warte mal kurz. Nee. Das geht nicht. Krabbelmin? Okay, Krabbelmin könnte man versuchen, ja. Hast du recht. Da hat Jens recht. Krabbelmin wären gut. Ah, stimmt. Stimmt. Hast recht. Klar. Ah, ja. Nice. Okay, Türen gehen auf. Super. So, wir haben da eine Kiste. Die Kiste hat doch bestimmt einen Sinn, oder? Die muss ich doch bestimmt gleich irgendwo hin mitnehmen. Shit. Mann! Habt ihr eine Idee, wo die Kiste hin soll? Welchen Schalter? Wo ist Schalter? Wo hast du den Schalter gesehen, Susanne? Okay. Unten. Hallo Reike. Hast du zwei der Kau? Ach so, aber ja, aber das ist ja für den Hammer. Das ist ja ein Schalter für den Hammer. Hier komme ich nicht rein. Da auch nicht. Ja. Shit. Meine Kiste! Nee, ich habe eine Fee. Ich lebe nicht auf ganz dünnem Eis. Ich habe auch keine Ahnung, was ich noch machen soll. Da oben gibt es das Guldi auf jeden Fall.
Natsu, das war kein Tod. Das war eine Wiederbelebung. So. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Habt ihr eine Idee? Alter. Boah, ich habe gerade irgendwas im Hals. Einen Frosch? Hahaha, Quark. So, warte mal. Irgendwo... Irgendwo gab es doch noch solche Wände. Die Frage ist nur, wo waren die? Drüben, oder? Da, ach, da ist der Schalter. Ja, okay, jetzt habe ich ihn auch gesehen. Jetzt ist nur noch die Frage, wie kommen wir denn da hin? Okay, wir müssen also die Kiste... Diese Kiste hier... muss zu dem Schalter da unten. Hallo, Maike. Halli, hallo. So, was ist denn jetzt? Ich kann ihn nicht wieder ausschalten. Ich müsste theoretisch jetzt irgendwie... Gibt es da nicht an der Seite eine Tür, nicht da, wo du reingekommen bist? Noch eine Tür. Also, wir haben das hier. Oh, diese Steine, können die nicht weg sein? Ich hasse Steine. Habt ihr auch immer so Probleme mit Steinen, die euch umrollen wollen? Okay, warte mal, wo habt ihr noch eine Tür gesehen? Also das ist die Tür, da bin ich reingekommen. Und ansonsten haben wir aktuell keine Tür weiter, nur den Schalter. Da komme ich nicht rein. Brauche ich echt den Hammer oder komme ich ohne Hammer noch weiter? Das ist halt die Frage. Menü. Warte mal. Sagt mir... Oh, guck mal. Warte mal. Ich habe kein Problem mit Steinen, die mich umrollen wollen. Das ist schön. Kann es sein, dass hier noch irgendwas gibt? Hier geht's überall nicht weiter. Hoch komme ich auch nicht. Kann ich irgendwo eine Melodie spielen vielleicht? Oh Gott, nein! Ich kann hier auch nur so ganz komisch... Der ist über dir, du musst irgendwie in dem Raum nach oben kommen. Kann mir ein Navi irgendwie helfen? Kann ich irgendwo die Vogelscheuche beschwören oder so? Haben wir die Vogelscheuche schon geholt? Die haben wir schon geholt. Okay. Also theoretisch, wenn wir... Hier vielleicht? Nee, geht auch nicht. Ja, was meint ihr, Leute? Müssen wir... Müssen wir vielleicht wirklich zurück? Müssen wir in den Wassertempel und den Hammer holen? Beziehungsweise in den Wassertempel und irgendwas anderes holen. Also hier geht's zurück, ne? Das haben wir jetzt schon geklärt. Ja, aua. Wenn du nochmal durch die Tür gehst, dann...
Aua. Kriege ich einen Stein ins Gesicht? Da, wo die Kuh ist. Aber was soll ich mit der Kuh machen? Also wir haben hier... Hier haben wir die Tür aufgekriegt. Da oben hängt irgendwo eine Skuldi rum. Und hier vielleicht irgendwas... Eieieiei. Warte mal, hier. Navi hat doch gerade. Ah ne, okay, das ist nur das Vieh. Oder es ist... Warte mal, oder ich muss hier... Jens ist auch für den Wassertempel. Oder ich muss hier nochmal gucken, ob ich... Ob ich hier drüben irgendwo was erspähen kann. Warte mal kurz. Ist da was drin? Hallo? Nee, ne? Da ist der Schalter. Sehen wir hier noch irgendwo andere Schalter? Was ist denn, wenn ich jetzt hier so den mache? Was passiert denn da? Nix. Bei Vanilla Game musst du zurück, um nach oben zu kommen. Ne, bei Vanilla Game muss ich auch nicht zurück, um nach oben zu kommen. Bei Vanilla Game muss ich darüber, um nach oben zu kommen. Weil da drüben gibt es dann einen Durchgang und da komme ich dann nach oben und dann kann ich da rein und dann komme ich unten durch und dann bin ich wieder unten. Aber dafür brauche ich halt erst den Durchgang. Und einmal drehen bitte. Hallo Lady Makoros! Was geht? Rolle ist nicht erlaubt. Ist auch eklig. So, warum komme ich hier nicht durchs Feuer? Kann man da nicht irgendwie was machen? Ja, ich weiß nicht, Leute. Also, was meint ihr? Wassertempel? Wollen wir gehen oder wollen wir noch ein bisschen was versuchen hier? Wir haben mal die Karte bekommen. Ich weiß nicht, ob mir die Karte irgendwas sagen soll. Soll mir die Karte irgendwas sagen? Gute Frage. Zweite Etage. Da haben wir zwei Punkte, die irgendwie nicht erfüllt wurden. Ich glaube, die Karte soll dir nur sagen, wo du bist. Also ansonsten bin ich gerade so ein bisschen am Verzweifeln. Wir können hier einfach random nochmal ein paar Krabbelminen losschicken. Möglicherweise finden wir irgendwas. Ansonsten geh mal, oder? So komme ich übrigens in den Anvisieren-Modus. Geh doch mal bitte Richtung Kuh. Okay, wir gehen doch mal Richtung Kuh. Ansonsten verlassen wir jetzt den Tempel und gehen in den Wassertempel, okay? Aua. So. Okay, wir sind jetzt bei der Kuh. Da ist der Durchgang für diesen Raum. Ja, das stimmt zwar, aber da kommen wir nicht durch. Hier, meinst du? Weil der Schalter wahrscheinlich auf der Innenseite ist. Das ist halt das Problem. Wenn du den Hammer noch nicht hast, würde ich jetzt zum Wassertempel gehen, gell? Ja. Das ist Fazit. Das ist halt das Problem. Ich müsste halt da von dem Raum aus unten runterklettern, dann könnte ich hier die Tür aufmachen. Aber das geht halt aktuell noch nicht. Ja, Wassertempel, Leute. Machen wir Wassertempel, oder? Versuchen wir es zumindest mal.
Theoretisch können wir uns direkt hinporten. Jetzt wird das Spiel tricky auf jeden Fall. Jetzt wird's tricky. Okay, Wassertempel. Warte mal. Nee. So. Wupp, wupp, Wassertempel. Ich werfe eine Rolle. Wir können einen Rollenwechsel machen. Ein Rollenspiel können wir machen. Findet ihr auch, es ist heute ultra warm. Ist das bei euch auch so? Also bei uns waren es heute 26 Grad. Ey, ich bin heute richtig in der Sonne verbrutzelt. Das war Hölle. Wassertempel, alle die Taucherrüstung anziehen. So, haben wir ja zum Glück. Herzchen. War bei uns auch gut warm. Ja, also heute war echt Wahnsinn. Dafür, dass noch nicht Sommer ist. Krass. Boah, Leute, ich habe gar keinen Bock auf Wassertempel. 26 Grad laut Handy. Ja, viel zu schnell warm. Mein Mann... Was, mein Mann und ich sind gerade in Paris und es ist drückend warm. Hey, ihr seid in Paris? Ihr seid ja krass drauf. Ihr habt einen schönen Urlaub auf jeden Fall. In SH auch. Eieieiei. Ich finde den Wassertempel echt einfach, aber auch in dem... Boah! Aber auch in dem... Guck mal, der ist eingeeist einfach, der Wassertempel. Auch in dem Heck? Normal finde ich den auch okay. Aber... Hier? Ich weiß nicht. Was? Das Wetter ist echt heiß? Mir als hellhäutiger Vampir fast schon unangenehm. Ah, okay. Wassertempel. Ekelhaft. Okay. Überall Eis am Start. Da brauchen wir einen Schlüssel. Hier können wir hoch und können den Wasserstand direkt verändern. Okay. Gehen wir erstmal ganz klassisch nach unten, oder? Würde ich sagen. Waren schon einigen Nerdläden, Fotos im Discord folgen noch. Komplette Reizüberflutung. Okay. Kletterausrüstung. Kletterausrüstung statt Taucheranzug. Oh, Scheiße, ich höre schon Gegner. Wieder. Okay. Tauchen wir erstmal nach oben. Gucken mal, was bei rumkommt. Das ist interessant. Okay, das ist interessant. Super interessant. Kann ich die Truhe aufmachen? Natürlich nicht. Hab den Wassertempel als zweiten gemacht, aber im normalen Spiel. Als zweiten? Ach so, ja, stimmt, das geht ja auch. Hm? Muss ein Banjo-Kazooie, wenn man sie braucht. Ja, auf jeden Fall. Okay, hier können wir ja auch den Wasserstand verändern. Hier haben wir eine Fackel, die angezündet werden muss. Ich habe nur keinen Mana. Was ist hier schon wieder los?
Mann. 3? Alter, was? Komm her, du. Hallo, mach dir mal was. Die haben gar keinen Bock auf mich. Okay, da haben wir einen. Geil. Und es gibt Herzchen. Jo. Und ein Schlüssel. Herzchen. Ein Herzchen. Sehr fair. Und da gerne Umfrage. Werden es dann mehr, wenn der liebe Zelda-Junge stirbt in diesem Stream? Ich weiß gar nicht, was du meinst, Kokano.